Endlich ist es soweit. Wir sind bereit. Es geht über den Pazifik. Jetzt geht gleich der Anker auf. Und dann geht's endlich auf den offenen Pazifik. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, drückt auf die Glocke und wir freuen uns auch über jeden Daumen. April 2022, 5.10 Uhr. Die Annette wird jetzt den Anker heben und dann geht es Richtung Südsee. Circa 3000 Meilen liegen vor uns. Gestern haben wir es leider nicht mehr geschafft. Wir haben aber dafür nochmal das Unterwasserschiff gereinigt, damit wir auch richtig schnell sind. So, Nette, es geht los! Juhu! Leider ist mir ein kleines Malheur passiert. Die ersten drei Tage unserer Reise habe ich leider irgendwie verloren. Deswegen beginnen wir jetzt mit Tag 4. April. Wir versuchen jetzt die Genua auszubauen. Es sieht nicht so aus, aber wir fahren tatsächlich immer noch 4,3 Knoten. Und es ist ziemlich warm geworden. Wir haben schon 30 Grad. Also es ist herrlich.
Also das ist ein richtig guter Ostersonntag. Wir fahren super Schmetterling. Es sind kaum Wellen, das Segel schlägt nicht mehr. Wir machen 5,3 Knoten Fahrt. Die Annette ist glücklich. Schlägt nicht mehr, super. Und was machen wir bei diesem Wetter? Wir sitzen da unten, also da, wo jetzt keiner sitzt, da sitzen wir und gucken Videos. Und das zum Ostersonntag. Ach Leute, geht's uns gut. Sieht zwar aus wie eine Gerümpelkammer hier, aber geht uns gut. Ein herrlicher, ruhiger Segeltag geht zu Ende mit einem Teil des Thunfisches, den wir gestern gefangen haben. Das verspricht auch ein richtig schöner Sonnenuntergang zu werden. Guten Appetit! So lieben wir das Segeln, oder? Ja, so ist das klasse. Ah, das war es schon wieder mit den schönen Segeln. Und nur noch 3 Knoten sind. Die Segel flattern hin und her. Das ist total nervig hier. Wir machen aber komischerweise immer noch 2,5 Knoten Fahrt. Und da sieht man den Vollmond. Das ist natürlich herrlich. Annette, erkläre uns doch mal, was du da machst. Ostern ist doch vorbei. Nein, heute ist noch Ostern. Das hat aber damit nichts zu tun. Ich konserviere unsere Eier. Ich streiche sie ein mit Öl. Und dann werden sie so 1-2 Mal die Woche gedreht, damit das Eiweiß sich nicht befestigt, dass kein Sauerstoff drankommt, damit sie länger halten. Das ist unsere Wettervorhersage. Hier an dem kleinen Punkt, da sind wir. Also kein Wind, so ist es auch tatsächlich. Wir haben jetzt den Motor angeschmissen, weil wir wollen hier diese Windfront, die wollen wir erreichen. Wenn wir es also schaffen, da zu sein um 23 Uhr, dann können wir vielleicht mit der noch ein bisschen weiter segeln. So ist unser Plan. Tag 9. Der Wind hat weiter nachgelassen. Es sind nur noch so um 4 Knoten. Und wir werden es jetzt mal mit unserem Spinnaker versuchen. Der ist noch ein bisschen leichter als der Genaker. Aber leider haben wir nur einen Bergeschlauch. Also müssen wir den jetzt hier umbauen. Das ist nicht ganz so einfach, weil das ist ja nur ein Riesensegel. Aber wir kriegen das, glaube ich, hin. So, das war schon mal falsch rum. Wir hatten die Schot oben festgemacht. Also nochmal getauscht. Jetzt ziehen wir den Strumpf drüber. Einer der Tampen hat sich vertüddelt, mit dem man das den Bergsack rauf oder runter zieht. Und das ist dann ein echtes Spaß. Ein richtiges Gefühl. Leider ist das mit dem Spinnaker auch nicht so toll, weil wir nur noch 4 Knoten Wind haben. Ist total ruhig. Wir dümpeln so vor uns hin. Kaum Welle, aber strahlend blauer Himmel. Gucken, was die Annette uns zu sagen hat. Die Annette auch einen Kommentar? Nee, die
Janette hat nicht großartig einen Kommentar. Es dürfte mal ein bisschen mehr Wind sein. Wenigstens ein paar Knoten. Dass das gute Stück mal stabil liegt, das wäre schön. Dann schauen wir mal, ob das was wird mit den Wünschen von der Annette. Der Michael, der geht jetzt gleich erstmal duschen. Am liebsten würde ich ja reinhopsen. Wenig Wind und Wellen haben jetzt schön den Spinnaker um die Genua gewickelt. Ist mal was dran. Naja, war ja vor ein paar Tagen auch, ne? Der Gelbflossentuner war ja jetzt auch ein bisschen. Ja, der war ein kleiner. Oh, die neue Rolle, die ist super. Abgerissen. Hoffentlich ist der Köder noch dran. Mist. Zwei Stahlvorfächer dran. Beide durchgerissen. Dabei habe ich schon so locker gestellt. Mensch. Ich. Schon wieder ein Biss, den zweiten. Hoffentlich bleibt der dran. Ich habe schon wieder doppeltes Vorfach genommen. Den ältesten Papala, den wir haben. Jetzt ziehen wir den ganz vorsichtig rein. Ein kleiner Mai Mai, oder? Kann ich noch nicht erkennen. Ja, könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, der Fisch, doch, es ist ein kleiner Mai Mai, der wollte diesen Haken fressen. Das kann doch nicht sein, oder? Boah, sieh zu, dass ihn freilässt. Und nachdem wir den Fisch wieder reingeworfen haben, wollten wir wieder Gas geben und der Motor lief, aber der Gang war drinne und die Drehzahl hat sich nicht erhöht. Und da habe ich das versucht im Leerlauf, da ist gar kein Problem, da geht sofort die Drehzahl hoch, wenn man ein bisschen Gas gibt, aber sobald der Gang drin ist, nicht. Da habe ich unten geguckt am Motor und die Annette hat oben Gas gegeben und auch wenn der Gang also eingeschaltet wird und die Annette Gas gibt, dann bewegt sich unten das Gasgestänge und es gibt an der Einspritzpumpe einfach Gas, aber es passiert nichts. Ein ganz seltsames Phänomen. Jetzt habe ich ein paar Kontakte in Deutschland angeschrieben und hoffe, dass ich irgendwie eine Lösung kriege. Und wir fragen natürlich auch bei dem Hilario nach, der uns die Pumpe repariert hat. Ich werde dann weiter berichten. Und es ist so ruhig. Guckt euch das an, wie auf dem Ententeich. Tag 10. Seit 3 Uhr heute Morgen segeln wir wieder. Es sind 8 Knoten Wind. Und es wird zunehmend wolkiger. Die Wettervorhersage sagt, dass wir eigentlich die nächsten 3 Tage so ein beständiges Wetter haben. Kommt aber leider nur mit 4 Knoten pro Stunde vorwärts. Unsere letzte Mango an Tag 10. Total lecker. Schade, dass wir da nichts mehr von haben. Der Wind hat sich schon wieder verabschiedet. Die Segel schlagen. Aber wir können nicht schon wieder den Motor anschmeißen, weil die Doldrums, wo gar kein Wind sein soll, die kommen ja erst. Und leider ist unser Dieselvorrat ja begrenzt. Im Tanker sieht man hier auch nicht mehr ringsherum. Aber 2 leckere Ananas haben wir noch.
Der 10. Tag neigt sich dem Ende entgegen und somit auch die erste Episode unserer Reise in den Südpazifik. Wenn es gefallen hat, das Video, abonnier doch unseren Kanal, gib uns einen Daumen oben und wenn du keine Folge verpassen willst, aktivier die Glocke. Wenn du uns unterstützen möchtest, hier vorne kannst du unser Patreon werden, hier oben kannst du unseren Kanal abonnieren und hier ist ein für dich zufällig ausgewähltes Video. Die Sonne geht jetzt unter und ich werde gleich die Annette wecken zu ihrer 21 bis 24 Uhr Wache. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.